Vielen Dank, Stefan, für die Textlesung. Ich weiss nicht, vielleicht die einen haben gedacht, oh, heute predigt wieder Chester, heute müssen wir alle spontan sein. Ich glaube, heute müssen wirklich alle müssen spontan sein, die an dem Gottesdienst beteiligt sind. Aber hey, ist doch cool, so verrasten wir nie. Okay, jetzt dann die zweite spontane Aktion, ich bin bette auf Schweizerdeutsch zu predigen. Die Frage ist jetzt einfach, versteht jeder Schweizerdeutsch? Nein. Oder... Gut, super. Dann hätten wir das auch geklärt. Okay, also, das Predigtthema, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Pia hat das heute Morgen noch für mich aufgeschrieben. Gott kommt uns nah, Gott wird Mensch. Und Stefan hat den Text gelesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und ich werde den Text jetzt nicht Vers für Vers durchgehen, weil sonst wären wir wirklich lange hier. Ich werde einfach ein paar Punkte herausnehmen, einen Teil überspringen. Aber ihr dürft das alles auch noch selber nachlesen zu Hause und nachforschen, damit, ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und sonst geht bei Ramona Fulin an das Seminar und dort kann man vielleicht auch lernen, etwas motivierter Bibel zu lesen. Okay, gut. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Es ist schon interessant, am Anfang dieses Evangeliums, das von Johannes geschrieben wurde. Und Johannes war jetzt nicht der typische Jude, sondern wenn man das Johannesevangelium liest, das ist ja alles auf Griechisch geschrieben, dann hat er so die griechische Mentalität. Also es beginnt irgendwo und es geht so durch. Und bei allen anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, die wurden von Juden geschrieben. Und die Juden, die hatten so die Eigenschaft, dass wenn sie geschrieben haben, dann haben sie immer irgendwo begonnen, haben einen Kreis gemacht und kamen immer irgendwie wieder auf diesen Anfangspunkt zurück. Und bei Johannes ist es einfach alles linear aufgeschrieben, bis ans Ende des Evangeliums. Und was es so interessant macht an diesem Evangelium ist, dass Johannes, der total hedonistisch geprägt war, eigentlich in seinem ersten Vers einfach den ersten Vers des Alten Testamentes zitiert. Einfach ein bisschen anders. Oder? Wenn wir den ersten Vers lesen in der Bibel, das ist der Genesis Kapitel 1, Vers 1, dort steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und eigentlich hätte ich schon nicht mehr weiterlesen müssen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und im Johannesevangelium steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes hat in drei Versen erklärt, was im Genesis Kapitel 1 in einem Vers steht. Oder dort steht, im Genesis Kapitel 1 steht, im Anfang schuf Gott alles. So kurz zusammengefasst. Und auf Hebräisch steht dort, Bereshit bara Elohim et, also das Bereshit bara. Aus einem Wort, Bereshit bara, das Bereshit bara symbolisiert das Wort, das im Johannesevangelium aufgegriffen wurde. Das Wort, das dort steht, aus diesem Wort wurde alles gemacht, alles geschaffen. Oder? Und dann frage ich mich schon, wie man daran zweifeln kann, dass Jesus Gottes oder dass Jesus Gott ist. Man könnte vielleicht daran zweifeln, ob jetzt Gott wirklich einen Sohn hatte. Das wird aber auch geklärt in dem Evangelium, weil dort sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, also haben wir diese Frage auch geklärt. Aber es steht eins zu eins hier, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott war das Wort. Man kann es nicht auseinander trennen. Oder am Anfang steht Bereshit bara Elohim, das Wort Elohim. Das ist der hebräische Name für den schaffenden Schöpfergott. Und hier steht im Griechischen Theo, das ist der Gott, der über allem steht. Also auf Griechisch Theo, kommt auch von Theologie, die Logik Gottes, Detail am Rande. Aber Theo, der Gott, der über allem steht. Und das Wort wird eins zu eins gleichgesetzt mit diesem Gott, diesem Theo. Und wenn wir das ins Alte Testament transferieren, dann ist es auch noch der Gott oder das Wort ist der Gott, der Schöpfergott.
Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, da stehen einfach Worte. Okay, das ist ein Wort, aber es schlüsselt sich nachher auf. Dasselbe war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also egal, oder das Wort war am Anfang und durch das Wort ist alles entstanden. Und jetzt müssen wir einfach noch aufschlüsseln, wer das Wort war oder was das Wort war. Dann lesen wir weiter in Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Vers 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ist auch wieder ein, oder können wir wieder in Genesis Kapitel 1 gehen? Dort lesen wir davon, dass Gott am Anfang das Licht geschaffen hat oder es war Licht. Und dann im zweiten Kapitel lesen wir nochmals davon, dass er Sonne und Mond geschaffen hat. Und dort ist die große Diskrepanz. Ja, was war jetzt zuerst? Hat Gott Licht gemacht und dann später Sonne und Mond? Aber ist ja völlig egal. Der Punkt ist, Gott war das Licht zu Beginn. Wer es nicht glaubt, kann in der Offenbarung lesen, weil dort steht, auch Sonne und Mond werden vergehen, sondern weil Gott das Licht sein wird. Also Gott ist das Licht. Es spielt keine Rolle, ob jetzt zuerst Sonne und Mond war, völlig egal, weil zuerst war einfach Gott und Gott war Licht. Also wieder eine 1:1 Parallele zum Alten Testament. Und dann, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben, wenn wir uns daran erinnern, wie Gott den ersten Menschen schuf, oder wir können sagen, alle Lebewesen, dann hat er sie geschaffen und sie waren lebendig. Ja, gut. Heute Morgen hat Elijah extra hier das Playmobil-Pferd hingelegt. Sie hatten es jetzt wieder mitgenommen, spielt keine Rolle. Aber ein Playmobil-Pferd, oder, ist auch ein Tier. Aber es lebt nicht. Und Gott hat Tiere gemacht und sie haben gelebt, weil aus ihm das Leben kommt. Nur er kann Leben schaffen. Und dann kann man ja sagen, okay, es waren ja nur Tiere. Ein paar Verse später lesen wir im Genesis Kapitel 1. Und er schuf den Menschen schuf er nach seinem Ebenbilde ihm gleich oder ihm ähnlich. Gott hat nicht nur die Tiere gemacht, sondern er hat auch die Menschen gemacht. Und die Menschen waren nicht tot, sondern sie haben gelebt. Sie haben gelebt. Er schuf ihn und er hat gelebt. Punkt. Und dann lesen wir ein Stück weiter, dann musste Adam einschlafen. Adam heißt übrigens von der Erde. Und Eva heißt vom Manne. Und er schuf Eva. Und Eva schuf er ja aus einem Stück vom Manne. Spielt ja keine Rolle, aus was. Aber er hauchte ihr dann den Odem ein, den Lebensatem. Und das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Wenn wir jemanden wiederbeleben müssen, dann pumpen wir hier, so, damit das Herz, die Herzmuskulatur weiter pumpt. Und wir hauchen ihm oder wir blasen ihm Luft durch die Nase oder durch den Mund ein. Jeder, der aufgepasst hat in Physik, Chemie oder Biologie, spielt ja keine Rolle, weiß, dass wir eigentlich nicht wirklich reinen Sauerstoff weitergeben können. Also demzufolge machen wir mit unserem Atemstoß einen Ausgleich von Sauerstoff und Kohlendioxid in einem Menschen. Und durch das wird die Lunge wieder aufgepumpt. Durch das gibt es dann wieder eine Reaktion im Körper, weil der Körper dann wieder beginnt, den Kohlenstoffdioxid im Körper auszugleichen und dadurch eine Schnappatmung beim Menschen verursacht wird. So ganz einfach gesagt. Und durch das nimmt der Mensch wieder CO2 auf. Also Sauerstoff, Entschuldigung. Also wir können keinen Menschen lebendig machen. Wir können einfach einen Trick versuchen, den Gott im Menschen eingebaut hat, um das System wieder zu rebooten oder wieder hochzufahren. Aber wir können niemandem wieder das Leben schenken, das kann nur Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Oder? Er ist das Leben, nur er kann Leben geben. Und er ist das Licht und er war schon immer das Licht und es bleibt in Ewigkeit, oder? Und deshalb ist, ich fand es lustig, dass du das Lied korrigiert hast, ich finde das völlig korrekt, oder? Nur der Punkt ist, Geld hat keinen Wert mehr im Himmelreich, wahrscheinlich will das Lied auf das hinspielen. Aber das Lustige war,
Ich habe heute Morgen einen Flyer gesehen. Und da drauf steht, ist von BLB, da drauf steht, Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Das ist ein Fall falsch. Oder das Wie können wir streichen. Gottes Wort ist ein Licht, weil Gott Licht ist. Gott ist Licht. Also ich möchte denen jetzt nicht zu nahe treten, aber falsch ist er trotzdem. Oder es ist so wichtig, genau das, wenn wir in der Dunkelheit sind, wenn wir sehen, wenn wir in einer tiefen Depression sind, dann kann es sein, dass wir in einer Dunkelheit sind. Oder wir stehen vor einer riesen Herausforderung. Und es ist wie eine Dunkelheit, die uns auf Licht liegt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dann an das Wort Gottes halten. Und Gott sagt, ich bin das Licht. Ich bin es, nicht wie vielleicht ein bisschen etwas, sondern er ist es. Und das ist wahr, weil Gott lügt nicht. Und das kann uns helfen in unserer Dunkelheit, in unserer Finsternis, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott eben das Licht ist, das schon immer war. Und er wird uns auch den Weg weisen. Und wenn wir auch daran denken, dass Gott das Leben ist, dann dürfen wir im Fall auch getrost durch das Leben gehen. Weil es ist völlig egal, oder? Es ist wirklich völlig egal, ob uns jemand tötet oder ob wir normal sterben, sage ich mal. Also normal, was ist schon normal? Im Normal gehe ich davon aus, wir sterben in einem Bett. Man kann auch bei einem Autounfall sterben. Es ist wie eine Nebenrolle, weil wir wissen oder wir dürfen wissen, Gott ist das Leben. Klar ist es nicht lustig, wenn man stirbt, nicht falsch verstehen. Aber es darf in unserem Leben eine Nebenrolle sein, weil wir wissen, Gott ist das Leben. Und er weiß genau, wann der Punkt kommt, da wir sterben müssen auf dieser Erde und in Ewigkeit leben werden, weil er lebt. Und das ist das Wichtige, dass wir das wissen. Gut, und dann steht in Vers 5, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Okay. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, oder? Und dann war alles wüst und wehr und er schuf das Licht. Und da ich nicht Gott bin, brauche ich ein Streichholz. Aber habt ihr gesehen? Ich bin mit dem Streichholz zur Kerze gegangen. Sonst brennt die Kerze nicht. Oder? Und hier steht, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Warum hat die Finsternis das Licht nicht ergriffen? Weil das Licht stärker ist. Ja. Das ist eine gute Antwort. Die Kerze ist nicht stärker als die Finsternis. Ich kann pusten, geht's aus. Nein, warum hat die Finsternis das Licht nicht ergriffen? Ist nicht nur komplett falsch, aber warum? Weil Gott Licht ist, ja. Weil Gott Licht ist. Weitere Vorschläge? Weil sonst keine Finsternis mehr ist? Ist dunkel, gell? Nein, denn, ja. Das Licht ist stärker. Ja. Und warum ist das Licht stärker? Physikalisch. Weil Finsternis nicht Finsternis ist, sondern Abwesenheit von Licht. Jawohl. Jetzt kommen wir in die Nähe. Jetzt kommen wir in die Nähe. Das bedeutet, am Ende des Tages, okay, Gott ist Licht. Wenn das Licht abwesend ist, ist es Finsternis. Und das heißt? Ohne Licht keine Finsternis. Ohne Licht keine Finsternis. Okay, und jetzt gehen wir zum Anfang zurück. Ich habe doch gesagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Johannesevangelium steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ich habe aufgeschlüsselt, dass das Wort, der Logos, Gott ist. Ich habe auch aufgeschlüsselt, dass am Anfang im Alten Testament man sieht, dass Licht war.
Es war schon immer da. Okay, und warum ist jetzt das Licht stärker? Ja, es ist metaphorisch oder keine Ahnung. Oder bei Adrian kommt das Licht aus der Steckdose, weil er Stromer ist. Aber davor braucht es ein Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk, Windkraftwerk, Solarkraftwerk. Wasserkraftwerk. Genau, es braucht ein Kraftwerk. Doch was ist das Kraftwerk, das am Anfang war, das das Licht gemacht hat? Gott. Okay. Und wieso ist jetzt das Licht stärker? Weil es Gott ist. Also kann es, wenn es Gott gegeben hat, schon immer und von Anfang an war die Finsternis gar nicht da. Sind wir uns einig? Nicht? Ja, theologisch heikles Thema. Aber war dann schon immer Finsternis und Licht? Schwierig aufzuschlüsseln. Ja, der Punkt ist einfach, das Licht war schon immer und von der Finsternis wissen wir es gar nicht. Deshalb kann das Licht nur stärker sein, weil von einer Variable, wo wir nicht wissen, ist sie meistens die schwächere. Okay, gut. Also haben wir das aufgeschlüsselt. Ich habe euch ein bisschen im Denken angeregt und vielleicht schlaft ihr jetzt nicht ein. Das wäre super. Gut. Okay, und jetzt wissen wir, das Licht, ich musste mit dem Streichholz zur Kerze gehen. Und jetzt überspringen wir nämlich ein paar Verse. Und zwar gehen wir direkt zu Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Streichholzpunkt. Und jetzt wissen wir ja, das Wort ist Gott. Und jetzt lesen wir in Vers 10, dass das Wort auf die Welt gekommen ist. Das Wort, Streichholz, okay, ist auf die Welt gekommen. Somit kam das Licht auf die Welt. Also nicht geburtsmäßig, sondern es kam hierher, nach unten, wenn man so will. Und der, der alles gemacht hat, kam auf die Welt, auf das Teil, die Welt, das Teil, das er gemacht hat. Steht hier im Vers 10. Die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Die Welt erkannte ihn nicht. Und es ist immer so ein Problem. Wenn ein Licht kommt, aber Probleme davor stehen, ich muss vielleicht so, aber Probleme davor stehen oder ein großer Berg, dann können wir das Licht nicht sehen. Und warum erkannten die Menschen das Licht nicht? Zur damaligen Zeit. Ja, jetzt müsst ihr schneller mitmachen, sonst beginnt der Flyer zu brennen. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ja, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum ist das so oder warum kann das so sein? Sie kannten nur die Finsternis. Sicher? Weil Licht die Wahrheit ist. Weil Licht die Wahrheit ist. Und was ist mit der Wahrheit so das Problem an der Wahrheit? Die will niemand haben. Ja. Oder wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wie man so schön sagt, dann kann es sein, dass es etwas unangenehm wird. Und die Menschen haben oder hatten das Gefühl, es ist doch viel bequemer, wenn wir in unserem Alltag mit unseren Lügen und Trügen und weiß ich nicht was alles einfach weitergehen können, weil dann müssen wir uns nicht ändern. Und die Frage, vielleicht wollten sie es auch nicht erkennen, weil sie dann etwas eingestehen mussten. Das war das Problem. Und wie ist es heute? Wenn jetzt Jesus heute kommen würde, also nicht das zweite Mal kommen, sondern wenn er jetzt heute das erste Mal kommen würde, wären wir bereit? Ja, nicht wir so. Jetzt die hier das Neue Testament schon kennen. Sondern wäre die Menschheit bereit, muss vielleicht die Frage anders formulieren. Oder würden wir gleich blind durch weiterlaufen und wir wollten das Licht nicht erkennen, weil wir uns ändern müssen? Wahrscheinlich schon.
ist nur eine Vermutung, keine Ahnung. Oder aber die Frage können wir jetzt auf uns auch ummünzen, die wir schon das Neue Testament kennen und wissen, dass Jesus gekommen ist. Sind wir bereit, das Licht von Jesus in unserem Leben aufzunehmen und dann halt auch manchmal Wahrheiten ans Licht kommen, die unangenehm sind? Also ihr müsst die Frage jetzt nicht beantworten, das darf jeder für sich machen. Aber es ist nur schon die Voraussetzung, sind wir bereit dazu, ja oder nein? Und alles andere kommt später, oder in der ersten Klasse, keine Ahnung, wann es bei euch war, aber früher gab es immer so die Liebesbriefe, dann konntest du unten ankreuzen, ja oder nein. Oder? Und das ist die Bereitschaft, ja oder nein. Sind wir bereit, mit Jesus vorwärts zu gehen, ja oder nein? Ist genau gleich, wie wenn du fragst, Schatz, willst du mit mir heute ins Kino gehen, ja oder nein? Ist ganz einfach. Okay. Dann lesen wir weiter. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann steht in Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden und denen, die an seinen Namen glauben. Und hier ist geschrieben, dass wir etwas dafür tun müssen. Oder? Wir müssen es aufnehmen und daran glauben. Oder steht, wie viele ihn aber aufnahmen, also aufnehmen. Wenn etwas am Boden fällt, muss ich es aufnehmen, erfordert einen Akt von mir und glauben. Also zwei Dinge muss ich tun, aufnehmen, glauben. Oder Jesus ist am Kreuz gestorben, wir wissen das alle. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil wir Fehler gemacht haben, weil ich Fehler gemacht habe, ist Jesus am Kreuz gestorben. Er wurde geschlagen, verhöhnt, angespuckt, geschlagen. Und am Schluss, sie haben ihn noch ausgepeitscht, eine Dornenkrone aufgesetzt, am Schluss haben sie ihn hier hingenagelt, oder? Das Kreuz ist eigentlich viel zu schön. Oder? Es war blutgetränkt und es waren Nägel drin und es war ganz sicher nicht so schön geschliffen und gehobelt, sondern es war grob geschlagen. Oder? Und genau für meine Sünden ist er dort gestorben. Und jetzt ist die Frage, glaube ich das ja oder nein? Wenn ich es glaube, super, weil nur durch Jesus Christus können wir ewiges Leben haben. Diese Säule nervt mich langsam. Aber nur durch Jesus Christus können wir ewiges Leben haben, wenn wir daran glauben, dass er für mich oder für unsere Sünden gestorben ist. Und Jesus ist nicht tot geblieben, nein, er ist auferstanden am dritten Tag und lebt jetzt nun zur Rechten Gottes in der Ewigkeit und bereitet dort die Städte vor. Wahrscheinlich wird er jetzt Gold flüssig machen und schmieden, um Häuser zu bauen. Nein. Aber er ist dort, um die Städte vorzubereiten, dass wenn wir sterben, dort einziehen können, bei ihm in der Ewigkeit. Und jetzt ist die Frage, dieses Geschenk, oder eine Stadt aus purem Gold mit Diamanten, nehme ich das Geschenk an, ja oder nein? Und glaube ich das, oder? Und es ist genau dasselbe, oder? Man kann es mit einer Mandarine vergleichen. Jesus kommt und hält euch eine Mandarine hin, aber ihr müsst sie schon holen. Also wisst ihr müsst sie holen, das Geschenk. Also ihr müsst es holen, die Mandarine, genau. Oder es ist wie ein Geschenk, ihr müsst es holen. Oder es ist wie ein Goldtaler aus Schokolade, ihr müsst das Geschenk holen. Ihr müsst es nehmen, sonst geht es nicht. Genau, super. Oder, und für all jene, die jetzt immer noch Zweifel haben, oder, ich bin davon überzeugt, Gott bietet das Geschenk mehr als einmal an. Aber ihr müsst das Geschenk wirklich holen. Ihr müsst es holen. Am Anfang war es eine Mandarine, jetzt ist es ein Schokoladengoldtaler, jetzt ist es ein Silbertaler. Ihr müsst das Geschenk holen. Sonst funktioniert das Spiel im Fall nicht. Werdet wie dir Kinder, ihnen gehört das Reich Gottes. Ja, ja. Oder zwei Dinge müsst ihr machen. Ihr müsst es holen, ihr müsst das Geschenk annehmen, aufnehmen, steht hier. Und ihr müsst daran glauben, dass es wahr ist. Und das ist im Fall alles, was ihr am Anfang tun müsst, oder was wir tun müssen. Und nachher kommt das mit dem Licht, dass das Licht eben in unser Leben scheinen darf. Weil wir lesen dann weiter.
die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist als Gott auf diese Erde gekommen. Jesus ist ganz Gott und er war ganz Mensch. Er war ganz Gott und war ganz Mensch. Die ganze Zeit durch, als er hier auf der Erde war, war er ganz Gott und ganz Mensch. Und er ist gekommen, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Und nur durch ihn, durch dem, dass wir eben sein Geschenk aufnehmen, jetzt ist der Ton weg, durch das, dass wir das Geschenk aufnehmen, werden wir von neuem geboren. So beschreibt es die Bibel. Wir werden im Normalfall oder so im biologischen Prozess braucht es Mann und Frau, damit es ein neues Leben entsteht. Aber bei Gott ist es anders. Wenn wir ein neues Leben haben wollen, dann müssen wir das Geschenk von Jesus annehmen und wir werden durch Jesus Christus neu geboren. Wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Können wir lesen im Korintherbrief oder auch im Römerbrief. Dort schlüsselt das Paulus auf. Oder Jesus ist es, der uns neu macht. Und Jesus war hier. Und nun ist er voller Gnade und voller Wahrheit. Voller Gnade und voller Wahrheit. Eigentlich könnte man nur schon über diesen Teil eine Predigt füllen. Was das heißt, voller Gnade und voller Wahrheit. Oder wir Menschen haben immer ein Problem, ja, wie geht denn Wahrheit mit Gnade überein? Wie geht das? Weil im Gericht muss ja auch die Wahrheit gesucht werden und dann gibt es einen Gerichtsspruch und dann gibt es Konsequenzen. Und dann haben ja die Menschen immer das Problem, ja, wenn es Konsequenzen gibt, was ist daran dann noch Gnade? Oder? Und wie schlüsseln wir das auf? Oder wie schlüsselt Gott das auf? Die volle Gnade und volle Wahrheit. Eins kann ich euch sagen. Also ich weiß ja auch nicht genau, wie das ablaufen wird, weil ich nicht gestorben bin. Aber der Punkt ist, irgendwann, wenn das hier alles zu Ende ist, wird es ein Gericht geben. Und dann wird Gericht gehalten. Und dann gehen die einen zur Linken und die anderen gehen zur Rechten. Weil Wahrheit regiert. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, geht ins ewige Leben, ins Himmelreich. Alle anderen gehen in den Scheol oder in die Hölle oder in den ewigen Feuersee. Je nachdem, wie ihr es benennen wollt. Punkt, Schluss. So wird es sein. Das ist Wahrheit. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Gnade in diesem Ganzen drin? Wie kann das sein? Das ist doch keine Gnade. Doch, es ist eben Gnade. Es ist Gnade, weil jeder Mensch, da bin ich davon überzeugt, hat die Möglichkeit, während seinem Leben hier auf Erden dieses Geschenk von Jesus anzunehmen. Jeder. Und wenn er das nicht will, dann muss er die Konsequenzen nachher tragen. Und das ist Gnade und volle Wahrheit. Es wäre keine Gnade, wenn Jesus sich nicht offenbart hätte und uns den Weg nicht gezeigt hätte. Dann wäre es wahrscheinlich nicht so Gnade. Oder wenn er nicht im Alten Testament dem Volk gezeigt hätte, dass die ganzen Opferrituale, dann wäre es wahrscheinlich keine Gnade. Weil wir können nicht erfüllen. Wir werden nie gut genug sein. Nie. Never ever. Nie. Jeder Mensch macht immer wieder Fehler. Aber durch Jesus dürfen wir die Gnade 1:1 in unserem Leben erfahren. Aber dürfen auch die Wahrheit annehmen und uns von Jesus verändern lassen. Die Frage ist nur, lasse ich das Streichholz, nochmal symbolisch, das Streichholz in mein Leben kommen, ja oder nein? Nehme ich das Geschenk von Jesus Christus an, ja oder nein?
Und Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch, um uns das zu zeigen. Diese zwei einfachen Dinge. Voller Gnade und voller Wahrheit. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du auf die Welt gekommen bist und gelebt hast mitten unter uns, dass du uns gezeigt hast, den Weg zum Vater. Und Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du den Weg gegangen bist bis zum Schluss und du treu geblieben bist bis zum Schluss, bis zum Tod am Kreuz, damit wir ewiges Leben dürfen haben. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass es auch noch weitergeht und dass durch deinen Tod am Kreuz nicht alles vorbei war, sondern dass du auferstanden bist und jetzt zur Rechte vom Vater sitzt im Himmel. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hast als Beistand für uns, weil du gesagt hast, du bist bei uns alle Zeit bis ans Ende dieser Welt. Und Herr, möchte ich dich auch einfach bitten, dass wir dich immer wieder neu dürfen einladen dürfen, dass du mit voller Gnade und voller Wahrheit dürfen in unser Leben kommen. Dass du aufdeckst, wo wir falsch sind, wo wir noch blinde Flecken haben, wo wir noch Finsternis haben in unserem Leben, dass dein Licht die Finsternis ausräumen und ausstrahlen darf. Ja, Herr, ich danke dir einfach, dass wir in dieser Adventszeit auch einfach wieder daran denken dürfen, dass du auf die Welt gekommen bist. Dass wir freudig dürfen warten auf deine Ankunft, die irgendwann wieder kommen wird. Aber es steht geschrieben, dass du bald kommst. Und ich glaube daran, dass du noch bald kommst als bald. Und Herr, so möchte ich dich einfach bitten, dass du uns wirklich wieder neu erfüllst mit deinem Licht und uns ein Licht sein lässt in dieser Welt. Amen. Amen. Wir werden jetzt zusammen noch ein Lied singen.